Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf diesem Kanal. Wer das letzte Video gesehen hat, wird sicher wissen, dass ich an einer neuen Stop-Motion-Animation arbeite. Für diese Animation werde ich noch ein paar neue Fahrzeuge benötigen und eins davon werde ich euch heute vorstellen. Viel Spaß! Bei einer Animation über den Zweiten Weltkrieg darf natürlich einer der wichtigsten und bekanntesten Panzer der Deutschen nicht fehlen. Wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, meine ich damit den Panther, bzw. Panzerkampfwagen 5. Dieses spezielle Set habe ich bei dem Online-Shop World War II LEGOStoryteller.com erworben. Ich folge dem Shop schon relativ lange auf Instagram und dadurch, dass er dieses Jahr nach Deutschland umgezogen ist, ist auch der Versand deutlich angenehmer geworden. Von daher wollte ich den Shop einfach einmal ausprobieren und da kam der Panther gerade recht. Das Set wird in einem hochwertigen schwarzen Karton mit Bedruckung geliefert. Darin enthalten sind natürlich die Steine, nach Farbe sortiert, eine Minifigur und eine Anleitung. Bevor ich mich dem Bausatz widme, noch einmal ein paar lobende Worte zur Anleitung. Meiner Meinung nach muss genau so eine gute Anleitung aussehen. Mit einer Ringanleitung lässt es sich einfach viel besser arbeiten. Der Aufbau ist wirklich recht einfach und hat auch wirklich verdammt viel Spaß gemacht. Nur bei den Seitenschürzen würde ich euch empfehlen, eine Plate als Unterstützung unten anzubringen. Dadurch ist der Zusammenbau deutlich einfacher und der ganze Panzer gewinnt auch deutlich an Stabilität. Abgesehen davon war aber alles sehr gut erklärt. Die beigelegte Figur kommt, glaube ich, von United Bricks, 100% sicher bin ich mir dabei allerdings nicht. Sehr cool finde ich aber, dass sie mit Headset und bedruckter Mütze kommt. Insgesamt auf jeden Fall eine gute Figur, gegen die sich eigentlich nichts einwenden lässt. Der Panther misst insgesamt 19 cm in der Länge, 10,5 cm in der Breite und ungefähr 9,5 cm in der Höhe. Damit ist er in jeder Dimension etwas größer als der Panzer 4 von Brick Factory Berlin, also genauso wie das echte Vorbild auch. Genau wie der Panzer 4 kommt auch dieser Panther in einem Camo-Anstrich, der mir wirklich sehr gut gefällt. World War II LEGO Storyteller setzt hier auf einen Mix aus vier Farben, nämlich Braun, Tan, Dark Tan und ein bisschen Dark Bluish Grey. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von dem Camo haltet. Mir gefällt es wie gesagt sehr gut. Funktionen besitzt dieses Modell übrigens nur sehr wenige. Insgesamt findet man drei Luken, die sich auch alle eher so semi-gut öffnen lassen. Die Luke auf dem Turm lässt sich leider gar nicht öffnen. Das wäre bei diesem Turmdesign aber auch nicht wirklich möglich gewesen. Der Turm lässt sich rein theoretisch um 360 Grad drehen, bleibt aber manchmal an den Clips an der Seite hängen. An diesen kann man übrigens diverse Sachen befestigen. Ich habe auf manchen Fotos gesehen, dass dort auch Ketten befestigt wurden, weshalb ich das hier mit den Extra-Ketten, die bei dem Set beilagen, genauso gemacht habe. Wo wir gerade bei Ketten sind. In diesem Modell kommen Original-Lego-Ketten zum Einsatz, die ich persönlich sehr mag. Der Panther rollt auch relativ gut und sollte sich vor allem zum Animieren sehr gut eignen. Insgesamt halte ich das Design dieses Bausatzes für wirklich sehr gelungen. Vor allem die Abschrägungen finde ich sehr authentisch umgesetzt. Die Wanne des Panzers ist übrigens extrem stabil und massiv gebaut, sodass man hier keine Angst haben muss, dass das Modell direkt wieder auseinanderfällt. Lediglich der Turm ist aufgrund seiner besonderen Form etwas fragil. Ich hoffe, der bricht bei mir nicht mitten in der Animation einmal auseinander. Das Rohr lässt sich übrigens natürlich auch um ein paar Grad nach oben verstellen. Insgesamt muss ich sagen, dass mich der Panther wirklich überzeugt hat. Falls man die Optik der Modelle von diesem Shop mag, gibt es eigentlich überhaupt nichts an diesen Bausätzen auszusetzen. Versand, Verpackung, Anleitung, Figur und Steine sind allesamt top gewesen. Wenn ich bedenke, wie viel ich für einen Panther von beispielsweise Brickmania bezahlt hätte, bin ich mit diesem Kauf wirklich sehr zufrieden. Lasst mich gerne einmal wissen, was ihr von diesem Modell haltet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!